Freunde der totalen Sonnenfinsternis, die Clown und Corey Show geht endlich weiter. Es könnte sein, dass die Identität des neuen Keyboarders bzw. Samplers sowie des Drummers geleakt wurde. Und ich sage, es könnte sein, denn es sind definitiv Namen geleakt. Jedoch kann es sein, dass das eine Fährte ist, die Slipknot selber gelegt hat, um Leute zu verwirren bzw. die Diskussion selber anzuheizen. Diese Information ist deswegen so interessant, denn seit gestern, heute ist der 26. April, scheint die Information aus dem Leak mit einem Indiz sich bestätigt zu haben. Außerdem kursieren seit gestern Handyvideos mit der neuen Kleidung bzw. mit den neuen Masken von Slipknot. Und die coolste Information, es könnte dieses Jahr noch ein neues Album geben. Freunde der totalen Sorgen. Oh. Ihr merkt es vielleicht, ich wirke wie im letzten Video heiser, das liegt daran, dass ich heiser bin. Ich wollte sagen, Freunde der totalen Sonnenfinsternis, willkommen zurück bei Mederchemie. Hier ist Vic für euch am Mikrofon, ich freue mich mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wer ganz neu dabei ist, das ist dein Channel über die Schlagzeilen im Rock und Metal. Und gegen meine Heiserkeit habe ich schon letztes Mal eine bestimmte Medizin gehabt. Das ist der AC/DC Whisky von Ballantines. Ich finde es immer großartig, wenn ein Modelabel seinen eigenen Whisky rausbringt. Und jetzt habe ich gesehen, von Ballantines gibt es sogar ein Whisky von Queen oder in Kooperation mit Queen entstanden. Aber so, damit ihr einmal wisst, wie ich meine Heiserkeit kuriere. 25 Jahre ist es nun her, dass Slipknot ihr Debütalbum, zumindest ihr Debütalbum nach ihrem Kanon, veröffentlicht hat. Und vor 25 Jahren sahen so die Homepages aus. Also hat Slipknot sich gedacht, zu diesem Jubiläum werden wir dementsprechend eine Homepage gestalten und veröffentlichen, beziehungsweise gestalten lassen. Wir finden hier alle Klischees aus dem Jahre 1999 bestätigt. Ob das nun ein Gästebuch ist oder diese komischen Verlinkungen dort unten. Ja, es ist schon cool. If you don't have Netscape 4.0 plus or Internet Explorer. Also, ne? Es ist cool gemacht. Den Text, den ich gerade vorgelesen und markiert habe, darüber findet ihr ein GIF, ein GIF. Und jetzt kommt das Interessante, denn wenn wir darauf klicken, gelangen wir zu einem Video. Und über dieses Video gelangen wir zu dem vermeintlichen Leak. Ich hatte heute schon mal versucht, das Video abzuspielen, hatte ich Probleme. Okay, ich habe da immer noch Probleme. Ach, ich kenne mich mit Quellcodes nicht aus, aber in diesem Quellcode, ihr könnt es hier lesen, check back every Sunday for a new pick, liegen die einzelnen Namen der Bandmitglieder für die jeweiligen Bilder schon da. Corey, Clown, Mike, ja, Sid, kennen wir alle. Allerdings, jetzt wird's interessant, Jeff und Eloy. Wer sind denn diese beiden? Einige von euch werden es sicherlich schon erahnen. Was aber auch interessant wird, zu dieser Frage kommen wir später, wer ist eigentlich TMT 1983, der das Ganze gepostet hat? Wir fangen mit Eloy an. Eloy war der Schlagzeuger von Sepultura, der kurz vor der Abschiedstournee die Band verlassen hat. Ich kann gerne einmal versuchen, diesen Nachnamen auszusprechen. Casagrande, Casagrande, Cas... Wir bleiben bei Eloy. Er hat sich folgendermaßen verabschiedet, also dieser Text, im Grunde genommen sind da viele Sprüche fürs Phrasenschwein, allerdings ist da ein Satz, der wirklich entscheidend ist. Im O-Ton sagt dieser Satz aus, ich musste jetzt eine Entscheidung für später treffen. Schon damals sprach die Fanbase davon, er wird wahrscheinlich bei Slipknot eintreten, denn zur gleichen Zeit wurde Jane Weinberg von Slipknot gekickt. Dazu gab es diesen Post, den ihr links sehen könnt, der wurde kurz darauf schon gelöscht und rechts findet ihr den Post, wo Slipknot einige Monate bzw. Wochen davor bekannt gegeben haben, dass sie und Craig Jones ebenfalls getrennte Wege gehen werden. Als Slipknot das nur vor 6 Wochen gepostet hat, da fühlten sich die Fans bestätigt, yo, es kann ja nur Eloy sein. Denn wer genau hinguckt, kann erkennen, das sind wohl die Drumsticks, die Eloy ganz gerne benutzt. Und wenn man hier drauf klickt, wird es ziemlich eindeutig, da schaut man ein bisschen genauer drauf und dann sieht man, okay, ja, beide Drumsticks sind aus Holz. Jetzt kommen wir zu diesem entscheidenden Indiz, der das alles so wohl bestätigt. Wir sind hier auf der Homepage von Peppy and Harriet's, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Lass mal ganz genau schauen, wo das ist. In Pioneerstown in CA, das ist, glaube ich, Kalifornien, USA. Das müsste von hier aus gesehen noch ein Stück weit hinter Hannover liegen. Da ist Slipknot gestern aufgetreten. Alter, ich müsste eigentlich mit dem Video weitermachen, aber schaut euch das mal an. Halleluja, ey. Wow, also wer Bock hat, mich dorthin einzuladen, ich werde ja sagen. Ist das geil. Na gut, jetzt wissen wir, wie das Essen dort aussieht, aber so sah Slipknot dort aus. Also, bei der Kleidung. Leute, ich habe da Flashbacks und die bringen mich da, ja, locker
zwei Jahrzehnte zurück. Ebenso die Masken, auch die haben einen deutlichen Retro-Vibe. Und wir sehen hier den Drummer im Hintergrund. Hier ist es schlecht zu erkennen, aber er hat die Ärmel hochgekrempelt und man kann die Tattoos erkennen. Und die Leute, die vor Ort waren und einige Schnappschüsse geschnappt haben, die konnten sagen, ey, die Tattoos, die wir gesehen haben, die decken sich mit den Tattoos von Eloy. Also wir können ziemlich sicher sein, Eloy ist der neue Drummer von Slipknot. Aber wie gesagt, es waren zwei Mitglieder, die sich in letzter Zeit verabschiedet haben. Ich finde diese Pose von Slipknot auch genial. Im Grunde genommen steht da nichts anderes als Tschö mit Ö. Je nach Übersetzung vielleicht nach vielen Jahren Arbeit. Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Aber darüber haben sich einige Fans schon genug aufgeregt. Entscheidend für uns ist, wer Craig Jones ersetzen wird. Jeff Kardnowski von Dirty Little Rabbits, der scheint da ziemlich hoch im Kurs zu sein, dass er der ominöse Jeff ist. Wie es einigen bekannt ist, Sean Crahan, also Clown, ist Mitglied dieser Band und der Tortilla-Mann wurde auch aus dieser Band, Dirty Little Rabbits, akquiriert. Also der neue Keyboarder scheint Jeff zu heißen. In dieser Band gibt es einen Jeff Kardnowski, aus dem Slipknot schon mal Leute aktiviert hat. Ja, keine Frage, das wird dann wahrscheinlich er sein und sollen sie den nehmen? Ich nehme so lange die Frontfrau. Aber ich denke, wir werden schon dieses Wochenende eventuell erfahren, ob es zu 100% wirklich die beiden Mitglieder sind, obwohl ich mir beim Drummer ziemlich sicher bin und beim Keyboarder auch. Aber am 27. April, von heute aus gesehen, morgen findet in Las Vegas das Sick New World Festival statt, mit Slipknot oben als Headliner. Ich denke, in diesem Rahmen, das wird einfach die Gelegenheit, dass Slipknot es irgendwie durchleuchten lässt, wer sind denn diese zwei Mitglieder, die die Ex-Musiker dieser Band, Jay Weinberg und Craig Jones, ersetzen. Craig Jones, das ging bei mir auch so ein bisschen unter. Slipknot hatte während dieser Zeit Adderall, diese EP dort veröffentlicht, einige Videos dazu und irgendwie, ja, war das damals für mich auch nicht so das Thema. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige war, bei dem das so ein bisschen untergegangen ist. Ich hab's so mitgekriegt, aber ich habe mich nicht ernsthaft damit beschäftigt. Naja, ist auch völlig egal. Beschäftigen wir uns lieber mal mit dem Leaker TMT 1983. Also ihr könnt es hier schon sehen, bei Reddit wurde dieser Beitrag gelöscht und nicht nur das. Wenn wir uns mal den User anschauen, dieses Konto wurde gesperrt. Diese Tatsache fand Metal Injection. Ziemlich interessant und hat da mal ein bisschen genauer nachgehakt und es hat sich herausgestellt, dass dieser User erst vor einigen Tagen sein Konto überhaupt erstmal eröffnet hat und das war auch der einzige Post, den er je bei Reddit abgelassen hat. Das finde ich mega interessant, denn das legt ja auch diesen Verdacht nahe, dass Slipknot natürlich interessiert war, diese Diskussion nochmal aufzuheizen. Ey, sonst hätten sie vor 6 Wochen nicht diesen einen Post hinterlassen mit dem kaputten Drumstick. Und um sicher zu gehen, haben sie selber oder zumindest das Management oder irgendwer wurde beauftragt, einen Post bei Reddit zu hinterlassen, der auf diesen Quellcode verweist, wo jeder nachschauen kann und die Namen Jeff und Eloy darin findet. Denn so findet Musik heutzutage statt. Im Internet, zu einem großen Teil im Internet. Ja, Mann, wir kaufen noch nicht mal CDs. Okay, ich kaufe noch CDs und das ganz viele. Aber auch die Musik selber, die wird im Internet gestreamt. Ebenso verlagert sich die Diskussion der Musik aus den Zeitschriften in das Internet. Ach, Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Die Bands leben davon, dass Idioten wie ich sich vor die Kamera setzen und darüber reden. Also, egal wer TMT bzw. TMT 1983 war, ja, das Konto ist weg und der Post ist weg. Aber der Hinweis ist geblieben, Jeff und Eloy scheinen neue Mitglieder zu sein. Außer Slipknot war es tatsächlich, beziehungsweise hat es einen Auftrag gegeben, um Leute in die falsche Fährte zu locken. Aber das kann nicht sein, denn seit dem Auftritt gestern, die Zuschauer sind sich sicher, die Tattoos decken sich. Sollte sich morgen bei Sick New World sich irgendwie oder in diesem Rahmen eine neue Information dazu ergeben, ich werde mich sofort hier mit einem kurzen Post melden, daher bleibt gerne dran. Aber, was habe ich eingangs gesagt? Ein neues Album 2024? Wie ich letztes Jahr schon berichtet habe, während All Hope Is Gone, haben Sid, Root, Clown und Corey nebenbei noch ein zweites Album aufgenommen, welches einen völlig neuen Sound besitzt, namens Look Outside the Window. Und es unterscheidet sich wohl deutlich von Slipknot. Till We Die ist auch aus dieser Session, wurde inzwischen veröffentlicht. Naja, was heißt inzwischen? Also schon ein paar Jahre her, war auf eine Special Edition von All Hope Is Gone. Anfang letzten Jahres habe ich darüber berichtet, auch dass Clown in einem Interview gesagt hat, ey, irgendwie ist die Zeit reif, die Platte muss raus. Die ist auch schon fertig gemastert und gemixt. Mitte August letzten Jahres wurde Corey Taylor nochmal zu dieser Platte befragt, um genau zu sein, von NME. Und da meinte der, yo, ich habe mit Clown nochmal darüber gesprochen. Also, wenn ich das so übersetze, wie ich es verstehe, alter Mann,
was ist jetzt? Warum bringst du es nicht raus? Corey, weil du immer irgendeinen Scheiß rausbringst, ja, und das mit meinem Release-Datum kollidiert. Und dann sagte der, fuck, Mann, Alter, sag's doch. Und dann, ja, Mann, du hast genug Scheiß am Kopf, Mann. Und egal, ich hab ihm versprochen, ich werde jetzt nichts rausbringen, was damit irgendwie kollidiert, zeitmäßig. Und ich denke, nächstes Jahr, aus Sicht 2023, wird die Scheibe veröffentlicht. Also von uns aus gesehen, dieses Jahr, Mann. Ich bleibe bei beiden Sachen definitiv dran, also gerne abonnieren, wenn du up-to-date bleiben möchtest. Ich bin Weg von Metachemie. Hey, und wenn ihr Bock habt auf weitere Spekulationen, Links zur Thematik des Ghost-Films, welches im Kino erscheinen wird, da gehe ich ausführlich alle Hinweise der letzten Wochen und Monate durch. Und ein bisschen knackiger und mit einem Augenzwinkern das Gerücht, dass Till Lindemann mit Campino nächsten Monat im Mai eine neue Single rausbringen wird. Also Whisky auf und nächstes Video an.